Hauser, heute möchte ich dir ein paar Tipps geben, was du machen kannst, wenn du bei Stress übertrieben reagierst. Was heißt jetzt übertrieben reagieren? Es gibt ja so zwei Hauptrichtungen, in die Leute gehen, wenn sie stressen. Die einen gehen zu sehr in Richtung Wut und Ärger und Hass. Das heißt, sie fangen an, andere zu beschimpfen oder zu bedrohen oder zu beleidigen, werden extrem laut und das ist. Also das kann eben oder ist normalerweise einfach eine übertriebene Reaktion. Das andere ist, bei Stress und Ärger gehen manche, die ziehen sich dann zurück, die sind dann traurig, die sind dann depressiv, denen geht es dann schlecht und zwar nicht nur kurz, sondern sehr lange. Das geht dann über Tage oder Wochen oder Monate und irgendwann ist das einfach zu viel. Was jetzt das Kriterium ist, wann ist irgendwas zu intensiv, wann ist es noch normal und wann ist es eben zu viel, da nehmen wir ganz ein einfaches Kriterium, nämlich, dass du selber darüber entscheidest. Also wenn du selber das Gefühl hast, ich reagiere eigentlich nicht so, wie ich reagieren möchte oder wie ich reagieren sollte. Und zwar, ich werde zu wütend, zu laut, zu beleidigend. Ja, also ich mache Dinge, die nicht okay sind, oder ich ziehe mich zu sehr zurück, ich lasse mich da durch irgendwas zu sehr fertig machen, ich ja, mache mir zu viele Gedanken. Also wenn das in die Richtung geht und du selber zu dem Schluss kommst, das gefällt mir nicht, wie ich da reagiere, dann bist du jetzt hier richtig. Dafür sind diese Tipps, die ich dir gebe, gedacht. Und was musst du jetzt machen oder was kannst du jetzt machen? Das Erste ist, dass du dir ausredest, dass du nicht anders kannst. Ja, es gibt Leute, die sagen, ja, ich bin halt so. Ich würde zwar gern anders reagieren, aber ich bin halt so. Das ist normalerweise oder meistens Quatsch. Jeder kann sich ändern. Der eine wird sich leichter tun, der andere tut sich schwerer. Der eine ist zugegebenermaßen von Haus aus impulsiver und der andere ist eher ein ruhiger und stiller Mensch. Da gibt es sicher Sachen, die auch angeboren sind. Aber es ist immer auch so, dass solche Sachen gelernt sind. Das hat man sich irgendwann angewöhnt oder man hat es nicht abgestellt. Und jetzt geht es darum, dass man das ändert. Und die erste Voraussetzung ist, dass du dir das zugestehst oder dass du zu dir selber sagst, ja, so ist das. Ich kann mich ändern. Auch ich kann mich ändern. Ob das jetzt schwer ist oder nicht, ist wieder eine andere Sache. Aber ich kann mich ändern. Das ist das Erste. Wenn du in deinem Hinterkopf hast, ich bin halt so und ich kann mich gar nicht ändern, dann wirst du es viel schwerer haben, weil du dir eigentlich immer einredest, ich kann mich gar nicht ändern. Und das musst du dir ganz klar machen, wie du darüber denkst. Und solange du irgendwo heimlich denkst, in deinem Hinterkopf, ich kann mich gar nicht ändern, wird es eigentlich nicht gehen. Also das ist Punkt 1, schau es dir an und entscheide dich, ja, ich kann es ändern. Das Zweite ist, du musst es dir wirklich vornehmen. So ein Ja wäre schön, wenn ich anders wäre, aber das ist alles so schwierig. Ja, das sind alles irgendwelche halbherzigen Geschichten. Wenn du etwas ändern willst, du musst es dir wirklich vornehmen. Ja, ich ändere das. Ich stelle das ab. Und zwar ab dann. Ab dann heißt, es kann durchaus sein, dass du sagst, jetzt habe ich so viel um die Ohren und jetzt kann ich nicht mir das auch noch vornehmen. Ich warte noch eine Woche, bis ich einfach mehr Zeit habe. Das ist ganz okay. Also nimm dir wirklich vor, etwas zu ändern. Das ist ganz entscheidend. Und das macht man nicht so nebenbei, sondern das macht man, da nimmst du dir eine ruhige Minute oder eine ruhige Stunde oder einen ruhigen Nachmittag und dann denkst du ernsthaft drüber nach. Dann gehst du mal spazieren und klärst das für dich. Und das Ende dieser Klärung sollte sein, dass du wirklich beschließt, ich stell das ab.
Das ist Punkt 2. Also Punkt 1 war, du hältst dir keine Hintertüre mehr offen im Sinn von, dass du sagst, ja, ich bin halt so und ich kann mich gar nicht ändern. Jeder kann sich ändern. Punkt 1. Punkt 2, ich will es ändern. Ich ändere es. Das ist Punkt 2, dass du beschließt, es zu ändern. Und zwar ab dann und dann. Ab heute oder ab morgen oder ab Montag. Aber nimm dir einen Termin vor und da sagst du, ab jetzt ändere ich das. Punkt 3. Stell es dir vor. Stell dir vor, wie du handelst, so wie du handeln möchtest. Also nimm dir den letzten Vorfall, wo du irgendeine Nachricht bekommen hast, die dich sehr aufgewühlt hat und wo du dann entweder sehr, also zu ärgerlich oder zu wütend geworden bist oder wo du zu depressiv geworden bist, zu still geworden bist, dir zu viele Sorgen gemacht hast. Stell dir also diese Situation nochmal vor und stell dir in deinem Kopf vor, wie du hättest reagieren wollen. Und das spielst du einfach in Gedanken durch. Du stellst dir vor, ah, ich krieg den Brief oder die Person sowieso sagt das und das zu mir und da bin ich sozusagen, ist die Situation, wo du dann entweder in deine Wut und deinen Ärger gegangen bist und wo du jetzt sagst, nein, jetzt stelle ich mir vor, wie ich hätte handeln und reagieren und auch fühlen wollen. Und dann kannst du dir vorstellen, dass du vielleicht im ersten Moment irgendwie erschüttert bist oder wütend bist oder irgendwas sagst und wo du dich dann zusammenreißt. Also du stellst dir das vor, wie du hättest handeln wollen. Darum geht es. Wenn du dir das gar nicht vorstellen kannst, wenn du gar keinen inneren Plan hast, dann wirst du das in einer neuen Stresssituation gar nicht abrufen können. Du musst es dir jetzt in ruhigen Zeiten schon mal vorstellen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Man kann ein neues Verhalten nicht abrufen, wenn man das nicht eingeübt hat. Das heißt, du musst es in einer stressfreien Zeit schon mal eingeübt haben, dir das immer wieder vorstellen, wie du reagieren möchtest, damit dann, wenn wieder eine ähnliche Situation ist, damit du dann dieses neue Verhalten abrufen kannst. Das ist also Punkt 3. Punkt 4, du musst systematisch daran arbeiten. Systematisch heißt, du nimmst dir zum Beispiel ein Heft, ein extra Heft nur dafür, indem du das protokollierst, indem du zum Beispiel jeden Tag reinschreibst, wie du dich an dem Tag verhalten hast. Also wenn du jetzt jemand wärst, der jeden Tag cholerisch wird und jeden Tag seine Kollegen, seine Familie, seine Mitarbeiter anbrüllt und beleidigt und du hast dir jetzt vorgenommen, das abzustellen, dann hast du ein Heft und in jedem Tag schreibst du rein, wie du dich verhalten hast, sodass du das systematisch beobachtest. Du könntest also reinschreiben das Datum und wenn jetzt du ausgeflippt bist, ja, dann schreibst du rein, was war die Situation, Person XY hat das und das gemacht oder nicht gemacht oder das und das gesagt und daraufhin habe ich so und so reagiert. Da musst du jetzt gar keine Romane schreiben, sondern eine kurze, ein, zwei Sätze, damit du, wenn du das nach 2, 3 Wochen nochmal nachliest, damit du weißt, welche Situation war das, wie habe ich da reagiert. Und dann schreibst du zum Beispiel auf, wie intensiv du reagiert hast. Auf einer Skala von 1 bis 10 hast du wieder mit einer 8 reagiert. Was jetzt die 8 und die 7 ist, das musst du dir halt selber überlegen. Du sagst, die 0 ist, da bleibe ich ganz ruhig und gelassen, bin völlig entspannt. Bei einer 5, da wühlt es mich schon auf und da beschimpfe ich den anderen und dann kann ich mich stundenlang nicht beruhigen. Und wenn ich auf einer 10 bin, dann zertrümmere ich alles. Ja, das wäre auf der Skala von 0 bis 10, wie hast du in der Situation reagiert?
Und dann kommt eben noch deine Bewertung dazu, dass du sagst, also das wäre das vierte Kriterium. Du schreibst dann zum Beispiel, ja, gestern oder heute habe ich schon ganz gut reagiert. Ich war zwar immer noch sehr wütend, bin immer noch laut geworden, aber nicht so laut wie vorgestern und ich habe jetzt schon mich gebessert. Dann hast du das protokolliert und dann kannst du über die Zeit beobachten, wie du dich verhältst. Du kannst dir dann nichts mehr einreden. Ja, wird schon irgendwie besser, sondern du kannst das belegen. Du hast für jeden Tag oder für jede Situation kannst du nachlesen, wie du dich verhalten hast und so eben beobachten, ob du schon dich verbesserst oder ob sich da eigentlich gar nichts tut. Und der fünfte Punkt, der auch wichtig ist, dass das, was du tust, dass das auch Konsequenzen hat. Also, du kannst dir entweder vornehmen, ich will jetzt die nächsten 10 Tage nicht ausflippen, oder du nimmst dir vor, wenn irgendetwas ist, dann will ich mich schnell wieder erholen, dann will ich schnell wieder aus meinem Schneckenhaus herauskommen und mein Ziel ist ja, nach spätestens der und der Zeit wieder quasi auf normal zu sein. Und wenn du das geschafft hast, dann belohnst du dich. Wenn du das nicht geschafft hast, dann bestrafst du dich. Es muss Folgen haben. Wenn es keine Folgen hat, wird sich wenig ändern. Das heißt, wenn du zum Beispiel, du sagst, 10 Tage lang habe ich mich super verhalten, hat es gut geklappt, dann belohnst du dich mit irgendetwas. Und also dann darfst du ins Kino gehen oder dann darfst ein Eis essen. Ja, also du belohnst dich dann. Und wenn du es nicht geschafft hast, was du dir vorgenommen hast, und natürlich solltest du dir am Anfang nicht zu viel vornehmen. Es geht darum, einfach besser zu werden. Ja, also sag nicht gleich, du musst innerhalb von 10 Tagen perfekt sein. Aber nimm dir etwas vor, wo du sehen kannst, da bin ich schon besser geworden. Das heißt, wenn du die Kurve zum Beispiel schneller bekommst, wenn du sagst, ja, sonst rege ich mich stundenlang, 5 Stunden über irgendwas auf und dann ist der ganze Tag versaut und jetzt habe ich es geschafft, schon nach einer Stunde die Kurve wieder zu kriegen. Ja, dann hast du dich deutlich verbessert. Und wenn dein Kriterium ist, wenn ich 10 Tage lang es geschafft habe, mich innerhalb einer Stunde wieder die Kurve zu kriegen, dann habe ich mein Zwischenziel eben erreicht und dann belohne ich mich auf die und die Art und Weise. Und da mache ich jetzt keine übertriebene Belohnung, aber im Sinn von, dann darfst du ein Eis essen oder dann darfst du ja einen kleinen Ausflug machen oder dir ein Buch schenken oder ins Theater gehen, was auch immer für dich eine Belohnung halt ist. Aber wenn du es nicht geschafft hast, dann solltest du dich auch irgendwie bestrafen. Es muss auch negative Folgen haben. Dieses Bestrafen, das hilft. Also mach nicht immer nur auf die bequeme Art, sondern wenn du es nicht geschafft hast, was du dir vorgenommen hast, dann muss das auch unangenehme Folgen haben. Du könntest dann zum Beispiel sagen, ja, dann mache ich 10 Kniebeugen oder dann mache ich 10 Liegestütze. Ja, es geht hauptsächlich um das Symbolische. Also du musst jetzt keine martialischen Strafen dir da überlegen, aber einfach etwas, was dir unangenehm ist, was dich herausfordert, wo du selber merkst, ui, es lohnt sich, am Ball zu bleiben, weil wenn ich das nicht schaffe, was ich mir vorgenommen habe, dann gebe ich mir selber ein bisschen eine auf den Deckel. Ja, ich hoffe, das hilft ein bisschen und schreib mir einfach in die Kommentare, wenn du dazu Fragen hast.